Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich heute auf CD Build 3 beim Plot vom 2K Clan, denn das Plot ist eine Community Farm und diese verspricht es, wenn man diese gelehrt hat, Millionen an Orbs plus gemacht zu haben. Ob wir wirklich durch diese Community Farm Millionen an Orbs machen, erfahrt ihr in diesem Video. Und das Geile an diesen ganzen Spawnern hier ist, ich stelle die Farm nicht so einfach vor, weil hier ein paar Spawner drauf sind, sondern wenn man mal hier in die Spawner reinschaut, ich mache mal die Game Sounds für euch leiser, damit wir die ganzen Villager nicht hören. Hier haben wir so viele Erze drin und kein Bruchstein, sondern direkt Stein. Ihr seht schon, die sind alle komplett abgegradet und davon hier ein paar 300 Stück. Daraus sollte man doch ordentlich Orbs bekommen, sollte man meinen. Natürlich mache ich für euch wieder den Test. Ich werde alle Spawn auf diesem Plot leeren, bei mir lagern, dann beim Orb-Händler abgeben, alles notieren und euch zum Schluss das Endergebnis zeigen. Deshalb gibt es hier wieder eine kleine Timelapse. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich schaue mal auf die Uhr, wie lange ich fürs Lernen brauche. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt, no, we can't turn back now. Gut, eine Stunde später, ich habe alles geleert, zwischendurch auch mal schon mal ein bisschen Stein verkauft, da die Kisten hier schon an die Grenzen kamen, aber jetzt habe ich hier noch, ja, sehr viel, was ich an Erzen verkaufen kann. Stein habe ich natürlich hier auch, aber wir sehen schon, der größte Teil sind hier Erze und das gibt natürlich noch mehr Orbs als die Bruchsteine beziehungsweise auch die Steine, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein großer Teil der Orbs auch durch die Steine kommt. Ich werde jetzt alles verkaufen, dann sehen wir uns gleich nach einem Cut. Ich habe alles verkauft und es ist sogar letztes Mal weniger gewesen, als wir das im Stream alles geleert hatten. Für die Leute, die meinen Twitch-Account nicht kennen, unten in der Beschreibung verlinkt. Dort haben wir nämlich die Farm schon einmal geleert, um zu schauen, wie das fürs Video halt zu produzieren ist. Und da hatten wir auf jeden Fall um die 600.000 Orbs weniger raus. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie da nicht so gefüllt war wie heute. Aber ich sag mal so, der Stein hat auf jeden Fall was gut gemacht. Aber die meisten Orbs haben wir durch die Kohle gemacht. Und allein durch die Kohle haben wir 1 Million Orbs rund gemacht. Ich blende euch hier mal wieder die Statistik ein, wie viel Orbs wir von was verkauft haben. Beziehungsweise wie viele Items wir verkauft haben und dadurch wie viele Orbs ich bekommen habe. Zum Schluss kommt dann ein Endergebnis raus von 3 Millionen und 127.860 Orbs innerhalb von einer Stunde. Wenn wir das mal mit der AOG-Farm vergleichen, da habe ich 10 Millionen Orbs, beziehungsweise kann man mit der 10 Millionen am Tag machen,
und ich habe hier 3,1 Millionen in einer Stunde gemacht. Deswegen werde ich diese Farm auch eher benutzen als die vom AOG-Clan. Hier gibt es viel mehr Erze, hier gibt es Stein statt Bruchstein und die Farm ist auch nicht so bekannt. Falls ihr weitere Tipps und Tricks haben wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. In der Beschreibung habe ich auch noch 3 andere Videos verlinkt zur Orbs-Thematik. Beziehungsweise wie man auch Orbs mit anderen Dingen verdienen kann. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Haut rein und ciao, Leute.